Moin, moin, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Free Game und zwar diesmal A Story About My Uncle. Das Ganze wurde mit dem Unreal Development Kit realisiert, ist wie gesagt kostenlos und ist ein Plattformer. Puzzle-Elemente würde ich nicht unbedingt sagen, aber schon ein paar, ja, man muss schon überlegen, wo man genau hin will. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Father, could you tell me a bedtime story? You got it. What would you like to hear? I want to hear about Uncle Fred. Sure, honey. So, das Ganze beginnt ein bisschen wie eine interaktive Geschichte. I stepped into the lobby of my uncle's house. It was an old brick house, shaped like an observatory. I told my mother where I was going. She replied in a sarcastic voice. She never did like his adventures, or dangerous vacations, as she liked to call them. But I had skipped dinner and ran up the hill to his house to see if he was back from his latest adventure. Uncle Fred had traveled most of the world. The shelves in his workshop were filled with tools and gadgets that he had either crafted himself or found on his journeys. Ja, das Ganze beginnt gleich erst richtig. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass man die Maussensitivität nicht einstellen kann. Zumindest habe ich keine Optionen gefunden. Ich habe zum Glück eine Maus, wo ich das machen kann. Sonst würde ich wahrscheinlich, um mich einmal zu drehen, die ganze Zeit so machen. Aber es geht schon. I turned around and saw the locker where Uncle Fred kept his adventure suit. I'd seen it in action before, but his suit wasn't there. Next to where it used to be was another suit, more streamlined and smaller than his, looked like an updated version. Dann schlüpfen wir da doch gleich mal rein. I tried it on. It fit perfectly. The power core was drained, but there should be some functionality left. The large metal door that led into the observatory was so heavy, no man can open it without a suit like this. Steht auch sogar drauf, super heavy. Und wir sollen die rechte Maustaste gedrückt halten und dann loslassen für einen Powerjump. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht unbedingt gesund sein kann, wenn man mit 18G gegen so eine Metalltür vom Durchmesser Afrikas oder was weiß ich. Obwohl, das ist ein bisschen klein für Afrika. Was erzähle ich überhaupt? Auf jeden Fall ist das nicht gesund, glaube ich. Uncle Fred used this room for his current projects. At the moment, it was rather empty, with only the glow from the pad lighting up the room. I shouldn't mess with this thing, I thought to myself. When I was about to exit the room, I tripped and fell into the pad. It charged up and sent me flying through the air. Das muss man erstmal schaffen, so bescheuert zu stolpern. A Story About My Uncle. Sehr schöne Einleitung, wie ich finde. Hat mit dem Spiel eigentlich kaum was zu tun, bis auf die Geschichte vorher. Vorher, nicht vorher. So. I survived the fall thanks to the suit. I knew that the suit would allow me to achieve leaps and bounds without injury upon landing, but I was also well aware that it would drag me down if I landed in the water. But where was I? Had Uncle Fred been here? So, das erklärt schon einiges. Ich hätte jetzt auch einfach von da oben runterspringen können, wollte aber den langen Weg gehen, um ihm Zeit zum Reden zu geben. Und das hier sind Checkpoints. Wenn man stirbt, startet man wieder direkt an den Checkpoints. So, das mit dem Sprinten habe ich auch schon rausbekommen. Blub. Mit dem Springen auch. Und den Power Jump haben wir ja gelernt. Hier kann man jetzt zum Beispiel gucken, wie man am einfachsten dahin kommt. Ich würde sagen so.
Fallschaden kriegen wir keinen wegen dem Suit. Und diese Checkpoints sind eigentlich relativ häufig, dass man bei Aufgaben, die etwas schwieriger sind, immer mal wieder probieren kann, wie das Ganze funktioniert. Wir sind übrigens auch zu doof, um Leitern zu gehen. Können wir nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben ja Power Jump. Von daher ist das Ganze nicht so tragisch. Und dann müssen wir vermutlich noch hier hoch. Und haben ja noch den normalen Sprung. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Power Leap machen. Wohin denn nochmal genau? Ich gucke mich hier gerade um. Hier ist nix. Wahrscheinlich darüber. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier ist wie gesagt der Checkpoint. Also wenn wir es jetzt verkacken, dann werden wir das ja mitbekommen. So, schön aufladen, sprinten und rüber. Sauber. Also das ist recht nett gemacht. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Da müssen wir also jetzt hoch. Und das war zu knapp. Ja, Tode sind relativ unspektakulär und relativ häufig in diesem Spiel. Also, da muss man sich keine großen Sorgen machen. Eher, dass das manchmal hier echt knapp ist. So, aber hier schon wieder der nächste Checkpoint, also hat man nichts zu befürchten. Kann ich hier ein bisschen umgucken. Aktuell, finde ich, gibt es hier noch nicht viel zu sehen. Es kommen noch ein paar Sachen dazu. Im weiteren Verlauf des Spiels, ich versuche mal, ob wir da bis gleich noch hinkommen. It was so many years ago, but I still remember that place as if it were yesterday. I had never seen anything like it. You wouldn't believe your eyes. I know I didn't. So, bei der Stelle bin ich letzte Mal etwas verzweifelt. Und ich hätte keinen Power Jump, sondern einen normalen machen müssen. Obwohl es eigentlich total einfach war. Yep. So nämlich. Und hier unten gibt es dann gleich wieder einen Checkpoint. Das war auch eher knapp. So, aber hier haben wir den Checkpoint. Genau, und jetzt kommt die erste Neuerung ins Spiel. Und eigentlich die einzige Neuerung. Nämlich haben wir jetzt einen Power Core. Fred's Power Core ist für seinen Suit. Er muss es gedroppt haben. I knew I was on the right track, at least. I took it and charged up the suit. I should be able to use the grappling device now. Kazam! Jetzt können wir uns auch an Sachen entlangziehen. Und somit wird das auch schwieriger. Und warum ich sage, dass das die einzige Neuerung ist, zumindest so weit, wie ich gespielt habe. Ihr seht, da an der Hand leuchtet jetzt ein Chor, ein Kreis. Und davon gibt es drei. Also irgendwann müsst ihr euch mit drei Chors, also dreimal das Viech in der Luft abschießen. Also dieses Dings hier. Müsst ihr euch dann durch die Gegend hangeln. Und ab da wird es dann auch richtig schwierig. So, ich zeige euch mal, wie das gedacht ist. Ich mache jetzt mal so ein Power Leap. So. Ihr seht schon, ein Ticken schwieriger. Man kann mal gucken, ob man da drankommt an manche Sachen. Obwohl, da komme ich auch so dran. Ne? Von daher ist das kein Problem. So, ich möchte diese Videos jetzt mal, glaube ich, ein wenig kürzer halten. Einfach aus dem Grund... I noticed that the grapple left a mark on everything I touched. Genau. A strange symbol resembling the ones already before me. It must have been Uncle Fred. He must have taken this very same path. Genau, wir suchen ja weiterhin Uncle Fred. Und hier muss man jetzt schon abschätzen, wie man sich durch die Gegend hangelt. Ihr seht also, man restartet eigentlich quasi sofort neu. Von daher ist das nicht so tragisch. Man kann nämlich auch vor diesen Stein klatschen und dann hat man natürlich kein Momentum mehr, ne? So,
Und hier steht, die Nummer der leuchtenden Kreise zeigt, wie viele Grapples, also wie viele Enterhaken quasi, ich noch übrig habe in einem Sprung. So kann ich jetzt zum Beispiel... Da bin ich jetzt zum Beispiel oben dran geknallt. Ist eher ungeil. So, das hat aber geklappt. Und hier ist dann auch der nächste Checkpoint. Und jetzt muss ich zum Beispiel schon den Power Jump und den Grapple benutzen, damit ich da überhaupt hinkomme. So, und ich würde sagen, an der Stelle. A little further than before. Maybe if I combine the jump and the hook. Genau, hier müsste ich jetzt nämlich so ein Power Leap machen. Komm, den machen wir noch. Und dann anfangen zu grappeln, um überhaupt dahin zu kommen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das dann mit drei Grapples, drei Cores aussieht. Da habt ihr lange zu tun. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr euch das Spiel anschauen wollt, ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne wieder Videoantworten posten, wie immer, und gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt noch die Sonnenstrahlen, die jetzt draußen dir die Birne zermalmen, weil es kackenheiß ist. denn bald ist wieder keine Sonne mehr da. Wir kennen ja unseren Sommer, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschö.